Nein. Laserbohm ist tot. What is that? What the fuck is that? Ich heile mich und der macht mir einfach weiterhin so viel Schaden. Rahai Quarzer. Ohoho und Bane. Hey Leute und herzlich willkommen wieder mal bei einem neuen Garden Warfare 1 Video. Heute spielen wir, geisteskrank wie ich bin, ein verrücktes Gartenkommando ganz alleine. Meint ihr, wir werden es schaffen? Es wird sehr, sehr schwer. Die Karte suche ich mir aber aus, weil auch da gibt es Unterschiede. Teilweise sind die sehr viel schwieriger als andere. Da wähle ich mir Port Tunich gut aus. Da habe ich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Und dann würde ich sagen, legen wir auch direkt mal los. Also, verrückt, der schwierigste Schwierigkeitsgrad. Da sind die Zombies so OP, da muss man selbst vor den Braunmänteln Angst haben. Also, der Modus ist echt nur für Geisteskranke, was? Und das macht man eigentlich auch nur, wenn man auch im Team mit jemand anders zusammenspielt. Deswegen, also, ich persönlich denke nicht, dass wir es schaffen werden, aber mal sehen. Und dann nehme ich die Feuerblume. Ich muss nur gerade gucken, Fähigkeiten, ja, ist alles gut. Sonneneruptionsstrahl nehme ich nicht. Ich nehme den normalen Sonnenstrahl, damit wir mehr Munition haben. Okay. Mal sehen, wie schwer es wird. Kommt natürlich auch auf die Bosswellen an. Wenn die da Baron von Fleder hinspammen, dann war es das sowieso schon so gut wie. Was ich nicht hoffe. Den Garten nehme ich hier den. Ist mein Lieblingsgarten. Von dem ganzen Modus mein Lieblingsgarten. Hier hat man einen guten Überblick, finde ich, über jede Flanke. Okay, und dann geht's auch schon los. Zwei Bambuswummen. Damit die. Hier sind nämlich gut geschützt. Damit die überall hinschießen können. Schleimpilz und MG. Das wird mal so wichtig dann mehr, was man hier hinpflanzt. Hauptsache irgendwas, was viel Schaden machen kann. Noch ein Schleimpilz, um halt die Zombies einzuschleimen. Hier ein Packschor und vielleicht da ein Eispilz. Okay. Ja, die Flanke, da kriegen wir wahrscheinlich nicht mehr bepflanzt. Ja, ich mache es aber trotzdem. Ich will alles haben. Und dann geht's los. Das waren die ersten zwei Zombies. Da 18 Schaden mit einem Biss. Das ist sowas von ekelhaft, wie viel Schaden die Dinger machen. Warum Feuerblume? Ist halt meine Lieblingsblume. Wenn ich ein Ranking machen würde, würde ich die definitiv auch auf Platz 1 ranken. Und außerdem sind brennende Zombies noch viel vorsteinflößender als normale Zombies. Okay, haben wir Verluste zu vermelden? Mal schauen. Ne, haben sie sehr gut gemacht. Alles noch bei voller Gesundheit. Und Blumen generell, damit wir unsere Top-Pflanzen heilen können und selber heilen können. Ansonsten, ja, dann wird es einfach nur noch ekelhaft irgendwann. So hat man wenigstens noch die Chance, bis Runde 7 zu kommen. Deswegen würde ich auch jedem empfehlen, dass, wenn man es alleine macht, mit Sonnenblume zu machen, oder wenn man es im Team macht, dass ein, zwei Leute Sonnenblumen haben und da sind unsere ersten Toten. Das ist nicht gut. Ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich noch so, ach, was labert der denn? Ist doch noch voll einfach, was hier alles abgeht, ja? Bis jetzt? Bis jetzt ist es ja auch noch einfach. Da will ich gar nichts gegen sagen. Wer hier schon Angst hat, der sollte besser in den Easy-Mode gehen. Ah, nein. Dieser elende... Ah, warte mal. Kann ich nicht hier so eine... Okay, sehr gut. Ja! Dein Garten muss unberührt bleiben. Schlage die Zombies zurück.
Deppy Dave, hast du irgendwie vergessen, in welchem Modus wir hier sind? Schon gecheckt, dass wir nicht in Medium oder Easy sind. Naja. Wir wissen ja, er steppert. Von daher wundert mich's nicht. Und hier, wie, warum kommen hier nur Bombenwichte hingespammt? Ja gut, wenn das so ist, dann war es ja die einfachste Welle, die ich in meinem ganzen Leben in verrückten Modus erlebt habe. Dabei haben wir jetzt mal gar nichts beizukönnen. Wundert mich aber. Dafür wird wahrscheinlich die Bosswelle umso schwieriger. Oh nee. Ingenieur. Der zu unfähig ist, um mich zu treffen. Okay. Nein. 21 Schaden. Ja, davon die Topfpflanzen bringen eigentlich gefühlt gar nichts. Oh nein. Ja, was war das denn? Ist klar. Und wir haben nicht nur 25 Selbstwiederbelebungen, wir haben 2500. Ach du Heiliger, der macht über 30 Schaden, der Ingenieur, mit einem Schuss. Was denn hier verkehrt? Und der Kartenpirat hat sich gegönnt. Aber die Bambuswurmen haben den Ingenieur wenigstens. Uff, uff, uff. Das ist jetzt aber ganz ekelhaft. Naja, weiter geht's. Zombos Spielautomat aktiviert. Er wird dein Verderben drehen und dich umbringen. Akzeptiere ich. Grauenhaft. Ist mir relativ egal, wenn da jetzt nicht Fußsoldaten rauskommen. Wahrscheinlich gleich das erste, was rauskommt, Fußsoldaten. Ach nee, nicht schon wieder Bombenwichte. Dieses Hingespamme mag ich nicht. Okay, sehr gut. Truppen. Ach ja, jetzt kommen halt auch noch dem seine Vampir-Homies. Und da ist ein Grabstein. Und ich bin gleich RIP. Ja, da kommen Panzerkommandanten raus. Okay, ich glaube, wir müssen viel defensiver spielen. Aber viel defensiver. So wird das nämlich nichts. Okay, wir können nur hoffen. Laserbohnen, ich komme. Wir können nur hoffen, dass der Grabstein von alleine wieder weggeht, weil ich gehe da nicht hin. Ich bin ja nicht lebensmüde. Das mache ich nicht mit. Okay, ist der Baron halt auch noch da. Ja, und macht mir die 33 Schaden, dieser ekelhafte. Wo kommt der Panzerkommandant her? Gut, der ist immerhin wieder weg. Es sind nicht mehr so viele Truppen übrig. Okay, Bambuswurmel heilen. Der Garten hat noch genug Gesundheit, da mache ich mir gar keine Sorgen drum, dass der irgendwie stirbt. Nach jetzigem Stand. Wird er nämlich noch ganz lange überleben. Nein, hör auf, die Bambuswurmen zu essen, du hässlicher. Du ekelhafter Sack. Okay, der Grabstein ist weg. Und ich glaube, der ist der letzte. Nein, da ist noch einer. Ja gut, jetzt ist er down. Oh mein Gott, geh sowas von in Deckung. Ja, ich bin tot. Oder? Nein, ich lebe noch. Und der beschwört sich jetzt auch noch wieder welche. Och, Mann. Der hat sich da hinten rechts hingewabt. Aufpassen. Immerhin sind dem seine Homies nicht... Doch, diesen... Ich hätte nicht sagen können. Nur noch wir. Und diese Laserbohne, die uns wenigstens hilft. Ja, ist klar. Genau, einfach mal direkt vor mich wappen. Ja. Ist klar. Ich glaube, der ist hier, oder was? Ist er da? Wo ist er? Warum da geht's hin? Okay. Ah, ich glaube, ja, perfekt. Schön dem den Schaden reinjagen. Der hat's verdient. Der ekelhafte. Okay, aufpassen.
Ja, die Laserbohne hat sich aber tapfer gehalten. Kann man nichts sagen. Okay, wieder hier, wir haben den High Ground, das ist sehr gut. Ja, ist klar. Ja, nein, einfach mal neben mich warpen. Das schon wieder? Du kriegst mich nicht. Der hat sich da hinten gewarpt. Das ist nämlich das immer das Gute, wenn man aufmerksam ist, kann man schon vorher sehen, wo er sich hinwarpt. Und was sind das für komische Striche hier? Wir müssen ihn besiegen. Gut. Tschüss. So, erste Bosswelle erledigt. Das wird aber wahrscheinlich auch die letzte gewesen sein. KMG. Schleimpilz. Hauptsache, wir forsten wieder ein bisschen hier auf. Feuererbse. Laserbohne da vorne, das kann ich eh sein lassen. Niemand, gar nichts. Das und Eispilz. Und da kommen dann auch direkt die Honks. 3 Milliarden, ist klar. Mindestens 3 Milliarden. Irgendjemand hat hier das Bierfass oder was das sein soll. Ja, ist klar. Auf, du... Dreckiger. Weg mit euch, Pack. Okay, gut, die Laserbohne kann halt durch den seinen Schild schießen. Ich glaube, die erste haben wir, die erste Halbwelle, also Teilwelle von der Welle. Bombenwichte aufpassen. Und nein, nein, du! Gesindel! Okay, da hinten der Zombie wedelt mit der Flagge, aber ist mir egal. Ich muss mich hier auf die Keks konzentrieren. Der lebt noch, aber der kann nichts mehr machen, gut. Und nur noch der Sarg-Zombie. Exzellente Arbeit. Sehr gut gemacht, meine Soldaten. Pflanzen eigentlich. Ist ja alles das gleiche hier. Vor allen Dingen, wenn man MG-Erbsen hat. Das sind ja Soldaten. Okay, 71 haben wir schon mal besiegt. Kompanie Kavum. Och nein. Ja! Habt ihr irgendwas genommen? Was denn jetzt hier verkehrt? Ja! Wir sind so tot! Oh nein, und nicht diese Tackling-Säcke! Der Eispilz, du bist so ein Ehrenmann. Nein, die Laserbohne ist tot. Was? Der... Ich heile mich und der macht mir einfach weiterhin so viel Schaden. Ach du Heiliger. Hier ist noch ein Topf frei. Sehr gut. Heilung. Hauptsache Heilung, warum verfolgen die mich? Alle. Sehr gut, Bambuswurm, heftiger Support. Sehr gut, die beiden wegrasiert. Kommt von rechts einer? Ne. Bambuswurm sagt, dass da immer noch einer ist. Ist da noch einer? Keine Ahnung, ich muss nachgucken. Ne, von hinten, du... Dreckiger Cheater. Hau von hinten, du... Ich hasse die. Hör auf abzuhauen. Du Ekel. Oh mein Gott, ich hab so Angst. Ich hab so Angst vor diesen Typen. Und hier sind sogar noch mehrere. Bitte setz diese Heilpflanze. Selbst die ist noch keine Garantie, dass wir überleben. Diese Wrestling-Stars. Die sind stärker als John Cena. Obwohl der auch ein Wrestler ist. Was haben die denn dann genommen? Oh mein Goodness. Wir haben es überlebt. Nur dank dem tapferen Eispilz, der sein Leben gelassen hat für die Allgemeinheit. Direkt einen nachsetzen. Also, purer Support. Und wenn ihr das Video supporten wollt, dann lasst ein Like da. Und er rastet wieder aus mit seinem... Der Garten muss unbeschädigt bleiben, ja, ist klar. Ne?
Sonst noch irgendwelche Wünsche? Dass ich nicht beschädigt werde, vielleicht? Nein, Eispilz, du musst jetzt lähmen oder irgendwann. Auf jeden Fall nicht gerade eben. Oh ja, ist klar. Wie sollte ich denn den Schaden da aufhalten am Garten? Ich bin hier noch beschäftigt mit allem anderen, außer den Garten. Und die Zombies laufen einfach durch, oder was? Ist klar. Ist klar. Okay, Pylon-Zombies, whip. Aber ich finde, wir sind richtig gut. Runde 8 für verrückten Modus, das ist schon heftig. Der Bombenwicht, dieser... Okay. Aber der hat uns ultra viel Schaden gemacht. Was? Ne, danach hat uns noch einer angeknabbert. Der hat nämlich nur selber 34 gemacht. Irgendwo ist noch ein einziger Zombie. Ja, die Bambuswumme weiß es. Ah, ne, zwei. Okay, fast Zombie. Aber der ist auch kein Problem. Setzt euch hier auf jeden Fall Bambuswummen hin. Die Dinger sind so mächtig und schießen sogar durch Panzerungen durch. Türschild-Zombies, also Fliegengitter-Zombies oder Sarg-Zombies, selbst die können die noch beschädigen. Die sind einfach nur mächtig. Welle 9. Werden sie jetzt vollkommen ausrasten? Okay, da kommt erstmal das ekelhafte Fußvolk der Zombies. Okay, die ganzen Bombenwichte sind schon mal RIP. Sehr gut eingefroren. Oh nein, da hinten kommen jetzt Cricket-Stars und sowas. So ein Zeug. Bitte frier den ein. Eispilz, frier den ein. Du sollst ihn einfrieren. Nein! Warum hast du ihn nicht eingefroren? Ach du Heiliger. Der arme Eispilz erleidet. Na gut, das war Karma dafür, dass er mir nicht geholfen hat. Richtig. Mir ist so schlecht. Uff. Weg damit. Komm. Türschild-Zombie. Dieser Garten hat jetzt auch nicht mehr langsam so viel Gesundheit. Von daher sollten wir diesen Fass-Zombie und wo ist die zweite Bambuswumme hin? Nicht, die ist tot. Immerhin, der ist down. Und nur noch der Türschild-Zombie. Sehr gut. Exzellent. Okay. Puh. Überlebt. Letzte reguläre Welle. Und warum ist da ein Drachenmäulchen rausgekommen? Mann! Ich setze hier alles voll mit Eispilzen. Hier, den lasse ich mir mal. Ihr werdet schon noch sehen, wahrscheinlich warum. Bitte macht nichts Übertriebenes. Ich flehe dich an. Danke. Sehr gut. Also, naja, kann auch schlimm sein. Danke, dass es kein Yeti ist. Ich hätte Selbstmord begangen. Yeti ist noch schlimmer als Baron von Fleder. Der läuft auf euch zu. Ihr seid instant tot gefühlt. Und nein, da hinten kommen wieder Fußsoldaten. Vor allen Dingen Megakanone und Wetten, die ZBG one-shottet einen. Von denen. Mich würde es nicht wundern. Schnell mal den Eispilz heilen. Das Drachenmäulchen, ja gut, das heile ich jetzt nicht. Ich konzentriere mich lieber auf die wichtigen. Auch wenn das jetzt irgendwie böse klingt. Tut mir leid, Drachenmäulchen, aber ich muss schon gestehen, Eispilz hilft mir hier mehr. Noch ist der anscheinend nicht da, der Baron. Doch. Sonst würden hier keine Vampir-Zombies kommen. Und natürlich 25 Schaden, ja, ist klar. Nein! Ich glaube, das war verbuggt. Der hat den nicht richtig getroffen. Der hat den nicht richtig getroffen, die Bambuswumme. Sehr gut. Sonst wäre es schon hier fast geregelt, wer gewinnt. So, und er ruft schon wieder welche, dieser ekelhafte. Okay, wir konnten ihm aber schon mal ein bisschen Schaden reindrücken. Und aufgrund von Mobilität werde ich meine Position verlassen, genau wegen sowas. Ich heile mal lieber die Bambuswumme, man kann ja nie sicher sein. Ich weiß zwar nicht, ob der Baron die mit einem Haps aufessen kann. Kann er. So viel dazu. Der hat sich da hinten hingewahrt. Ich glaube, es geht aber nicht weiter mit den anderen Zombies, solange der Baron jetzt noch hier auf dem Feld ist.
Höchstens, wenn er noch mehr Schaden nimmt. Da hinten warbt er sich hin, okay. Also ihr könnt immer daran sehen, wo die nächsten Fledermäuse sind, wohin er sich hinwarbt. Das ist ein sehr sinnvoller Tipp. Und was um alles dieser... Der knallt einfach unseren Garten ab. Jetzt betrügt er auch noch. Da hinten. Hat die Bambushome recht? Ja, die hat immer recht. Wie konnte ich ihr auch misstrauen? Aufpassen. Oh, der hat viel Schaden gemacht. Aufpassen. Gut, Bambushome. Sehr gut. Irgendwelche Probleme? Gut, dann muss der Zaun trennen. Komm, komm. Der ist fast whip. Beschwör noch deine Buddies. Ja, schade. Dann wäre er nämlich weg vom Fenster. Da. Das war's für den. Der überlebt nicht mehr viel. Ja, sehr gut. Puh. Tief durchatmen. Und weiter geht's. Oh nein, Footballer. Und sowas von viele. Nein. Ich glaube, wir sollten uns erstmal... Oder warte. Ach, keine Ahnung. Das wird böse. Sehr gut. Der war nämlich noch der nächste zu mir gesehen. Hätten wir noch einen Wichtkick oder irgendwas reindrücken können. Okay, der ist noch beim Zaun. Der kann nichts Schlimmes machen. Außer mich abzuschießen. Aber so viel Schaden macht er jetzt auch nicht. Und damit haben wir die Runde 10 geschafft. Bam. Bambuswumme, du bist der einzig Überlebende. Mach es gut. Du steigst in die Rangliste der besten und mutigsten Pflanzen der Welt auf. Das versichere ich dir. Wenn ich hier entkomme, berichte ich allen von deinen Heldentaten. Wenn ich hiervon entkomme, 1,5 Minuten. Ach du Heiliger. Oh Gott. Jetzt rasten sie wahrscheinlich komplett aus. Eigentlich hatte ich den einen Topf freigelassen, um einen Unheilspilz hinzusetzen. Aber den haben wir ja nicht mal gebraucht, von daher noch besser. Ja, ist klar. Dumme Rauchwolke da. Oh Gott. Oh Gott. Da wird mir schlecht, wenn ich sowas hier sehe. So eine Armee an Zombies. Ich bin zombieallergisch. Hab doch auch mal ein bisschen Mitleid. Gibt es schon noch Zombies, die allergisch gegen Pflanzen sind? Ist das der Beschädigte? Das wäre nämlich wichtig. Ja, war anscheinend der Beschädigte, sonst hätte er noch mehr ausgehalten. Könnt ihr mir glauben. Okay, 50 Sekunden. Oh Gott, da kommt ein Footballer. Gar nicht gut. Wir verstecken uns ein bisschen hier hinter der Steinfelswand. Okay, die zwei haben wir. Gut. Verwurzeln. Ich will diesen ekelhaften weggeräumt haben. Aus dem Grabstein, der gerade rausgekommen ist, kommen Yetis so spät, wie er erschienen ist, oder was? Ja, komm! Wir können gar nicht mehr verlieren. Ah, Haltung! Hol mich doch mit! Geht doch! Bam! Da hinten war ein Gargantua. Weg! Einfach nur weg! Wir haben es überlebt. Zwar das eine Bonusziel nicht, aber ist mir sowas von egal. Wir haben ernsthaft den Solo-Bonus bei einem verrückten Gartenkommando. Alles klar. Also Leute, wir haben es wirklich geschafft, alleine diesen kranken Modus durchzustehen. So. Ich hätte es nicht gedacht. Ich habe ja direkt gesagt, wir verlieren. Aber dank den Bambuswurmen, dank der Feuerblume, dem Heilen, den Eispilzen, vor allem dieser einen in dieser Wrestling-Star-Runde, der hätte... Ich wäre so down gewesen, als ich gesehen habe, wie viel Schaden die Wrestling-Stars machen. Wir wären so gestorben. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Liken, kommentieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
bei einer hoffentlich genauso epischen Episode von Plants vs. Zombies Garden Warfare 1. Ciao, Leute. Do